herzlich willkommen zur Premiere in meinem erweiterten Zoom-Studio. Heute freue ich mich riesig, sowohl Annelie Günd als auch Cornelius van Lessen zu Gast haben zu dürfen. Cornelius ist zu mir gekommen, wir sitzen hier gemütlich gegenüber mit ein paar Kameras dazwischen. Eine zeigt ihn, eine zeigt mich und Annelie ist per Zoom zugeschaltet. Liebe Annelie, sei mir herzlich gegrüßt. Danke, lieber Andreas, dass du das möglich machst für uns beide. Hi Cornelius, grüß dich. Ja, Andreas, grüße dich auch. Ein Wunder der Technik umrahmt mich hier. Sehr schön. Und wir wollen heute mal das machen, was Annelie und Cornelius schon in einigen Online-Seminaren gemacht haben, nämlich gemeinsame Heilung. Und ich habe festgestellt, dass es doch einige unter uns Menschen gibt, die so im Alter von weit über 60, Anfang 70, Mitte 70, manchmal auch schon so Ende 70 den Lebensmut verlieren nach dem Motto, ja, was soll ich denn noch hier? Am liebsten hätte ich neulich mal eine 99-Jährige interviewt. Sie war so voller Lebensmut und so voller Energie, nur nicht für die Kamera bereit, gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich auch respektiert. Erzähle ich euch aber von. Und da habe ich gesagt, so, und was die 99-Jährige kann, da kann wenigstens so ein kleines bisschen was zu uns überschwappen. Ja, ich weiß, jeder ist individuell, bei jedem ist alles ganz anders, das ist klar. Aber der Lebensmut, ich glaube, den dürfen wir alle behalten, wenn wir ihn denn haben. Oder wieder gewinnen, wenn er weggegangen ist. Denn das sehen wir ja überhaupt nicht ein. Hey, wir sind hier inkarniert, um ein richtig wundervolles Leben zu leben. In erster Linie leben wir nämlich für uns. Das Außen ist nett, aber nicht wirklich wichtig. Und deswegen machen wir heute das Video zum Lebensmut. Liebe Annelie, ich übergebe dir jetzt mal das Wort. Und dir, Cornelius, ihr macht das jetzt beide mal. Und ja, ich eröffne den Raum. Bitteschön. Danke, lieber Andreas, für die tolle Einführung. Ja, Cornelius, wir zwei haben ja schon viel zusammen gewirkt in diesem und in anderen Inkarnationen. Thema Lebensmut. Ich gehe einfach mal kurz in die Frequenz rein und ich frage einfach mal, was die Lichtwesen mir sagen. Da kommt jetzt erstmal Erzengel Metatron ins Feld und ich bekomme die Informationen, dass es zu tun hat mit Lichtkörper, Rissen oder Schwachstellen. Also mir wird es gezeigt, dass wie so durch sehr viel Druck im Leben passiert ja unglaublich viel im Energiefeld, in der Aura, im Lichtkörper. Und mir wird es gezeigt, wie so, sie zeigen mir jetzt wirklich auch die Metapher von Angriffen in eine Festung, von riesigen Geschossen, also Kugeln in deine Festung. Und da sind riesige Lücken drauf. Und über diese Lücken strömt wie so eine Art, kann man abziehen. Also es sieht aus, wie als ob Lebensenergie abgezogen wird von dunklen Energien, dunklen Frequenzen, Menschen. Und wenn man älter wird, dann wird es wohl, wenn man das nicht immer wieder auffüllt, wird es irgendwie auf irgendeine Art und Weise brüchig, sagt die Lichtwelt. Und ich fange jetzt einfach mal an mit Erzengel Metatron. Den Impuls weiterzufahren, den Erzengel Metatron zeigt. Und er beginnt jetzt quasi mit dem Würfel des Metatron über den Lichtkörper zu fahren. Und es gibt wohl einen Wächter der Aura. Das ist eine ganz neue Information, habe ich noch nie gehört. Und dieser Wächter der Aura kommt jetzt und beginnt quasi mit einer Technik, ein Schutzenergiefeld um dich herum aufzubauen. Und diese Festung, nehmen wir das Wort der Lichtwelt, diese Festung wieder einzukleiden und zu stabilisieren. Was für Inputs kriegst du, Cornelius? Ich komme von einer ganz anderen Seite, Annelie. Ich habe mir gerade überlegt, was sage ich zu dem Thema? Und da wäre eigentlich der erste Satz, der mir kam: Wir achten viel zu viel auf die Umwelt, was die anderen über uns sagen, was die anderen über uns denken und was die anderen uns, was wir tun sollen, wer wir sein sollen, welche Rolle wir in diesem Leben spielen sollen. Und da sind wir ein bisschen gefangen, dass wir denen das recht machen wollen. Und wenn wir das jetzt übertreiben, wir sind ja jetzt in aufregenden Zeiten, jetzt mit dem, gerade aktuell mit dem Ukraine-Krieg, mit den Corona-Geschichten und was auch immer. Dieses Äußere zieht uns Energie ab, nur wenn wir uns darauf einlassen, das muss man vielleicht drauf sagen. Wenn wir es akzeptieren, dass diese Energie von uns abfließt und sagen, oh, das ist, die Welt ist ja schrecklich, dann ist die Welt schrecklich.
Wenn wir aber unsere Aufmerksamkeit woanders hinschieben und nicht zu diesen negativen Ereignissen, dann ist die Welt so, wie sie ist. Die ist nämlich erstmal für uns neutral, oder wenn wir sie uns gestalten, kann sie durchaus positiv sein. Und nochmal den einen Satz zurück, den ich so schön fand, wo ich versuche auch nachzuleben, ist, dass der Ruf ist ruiniert, lebt es sich ungeniert. Und ich denke, das ist ganz wichtig für jeden, weniger darauf zu achten, was die anderen sagen, sondern dieser inneren Stimme zu folgen und nicht zu vergessen, das, was ich tatsächlich will, auch zu machen. Wenn ich nämlich das mache, was ich möchte, will, ich möchte vom Inneren her, dann habe ich auch eine ganz andere Motivation, dann habe ich auch Lebensmut. Also ich komme jetzt mal von innen, du bist von außen gekommen, Annelie. Ich glaube, finde ich gut, Cornelius. Das finde ich, glaube ich, eine gute Ergänzung, weil wir mit diesem inneren Ansatz ist ja auch wichtig. Also gut, dann nehmen wir mal alles, was uns erlernt haben in der Kindheit, in früheren Leben, von unseren Vorfahren, wie wir uns zu verhalten haben, dass nur das richtige Muster ist, in dem wir uns in diesen Einbahnstraße, die wir uns bewegen dürfen, das nehme ich alle raus aus allen Beteiligten, aus dem Musterzuschauer, und Freiheit für den Musterzuschauer, dass der sein Leben gestalten kann, wie er möchte und wie er es will. Das wäre jetzt der erste Ansatz, also nicht weniger dem äußeren Aspekten Aufmerksamkeit zu schicken, sondern mehr den inneren Aspekten zu folgen. Jetzt wollen wir mal schauen, was ich noch für Info kriege. Okay, das werde ich, das gleiche Foto nochmal, wenn ich so sehe. Wir sind dann so gefesselt wie ein Opfer eines Indianers mit, ich sage so Bänder, die um uns herum sind, die uns dann starr machen letztendlich. Mit diesem starren Leben können wir dann ganz wenig anfangen, weil was sollen wir, dann können wir fast keine Luft bekommen, wir können uns nicht bewegen, alles was wir tun ist theoretisch falsch. Also schneiden wir mal alle diese Bänder ab, die uns mental fesseln, so wäre der richtige Ansatz, und Freiheit für unsere Zuschauer, für uns selbst, Friede, Freude, Leichtigkeit spielen wir jetzt ein. Das nächste, Lebensmut. Ja, die deutsche Sprache ist ja ein Wunder. Es gibt, glaube ich, keine Sprache, die so exakt ist in ihren Wortkombinationen. Das heißt ja, wenn man es einfach übersetzt, Leben und Mut zum Leben. Könnte ich jetzt nochmal wieder zusammenfügen zu dem, was ich gerade gesagt habe, den Mut zu unser Leben zu gestalten. Und es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, dieses Leben in die eigene Hand zu nehmen. Noch einmal dieser gleiche Aspekt, alles was uns aufhält, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, das nehme ich raus. Und alles was dazu führt, dass wir unser Leben führen, dass wir unser Ding machen. Wenn ich jetzt hier so diese Kameraeinstellungen sehe von Andreas, der das wunderbar gestaltet hat, diese Möglichkeit gemacht hat, Zoom mit Live dabei zu sein, kombiniert hat, dann ist es ein Beispiel für Lebensmut. Er hat da investiert, er hat da Lust zu gehabt, er hat da Spaß zu gehabt, er hat uns initiiert dazu, dass wir hier kommen. Das ist ein Muster dafür, wie man es machen darf und kann und sagt, jawohl, ich habe da Spaß dran, ich tue es. Ne? Ja. Annelie, dann würde ich den... Ja, finde ich gut, Cornelius. Es ist diese Schöpferfrequenz. Wenn man das weiter spinnt, ist es ja auch manchmal so, wenn Leute älter werden, das Gefühl, habe ich den Sinn meines Lebens verfolgt oder kann ich gar nichts mehr beitragen, gar nichts mehr kreieren. Das ist ja ein Teil von dem, was du auch gesagt hast. Es ist ja letztendlich so, dass wir lernen dürfen, dass wir uns permanent selbst erschaffen und selbst kreieren. Diese Frequenz lasse ich einfach auch nochmal einspielen. Diese Ebene von, du darfst dich permanent neu erfinden. Das ist letztendlich das, was du auch gesagt hast, was Andreas macht. Dieses, ich erschaffe, ich kreiere, ich bin der Schöpfer. Dieses von der Handlungslosigkeit in die Aktion. Diesen Muster lasse ich mal einspielen in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten, allen Ebenen des Seins. Also die geistige Welt zeigt mir jetzt eben wieder diese ganz, ganz hochschwingenden Ebenen. Also sie zeigen mir auch wieder dass man hier
dass man quasi geboren wird mit einem Auftrag und so dieses, kann ich meinen Auftrag noch erfüllen? Habe ich noch die Möglichkeit? Oder ich erkenne in dieser Welt, dass mir die Hände eigentlich gebunden sind. Also auch so eine Art von Frustration. Ich bin hierher gekommen und ich habe wieder versucht, in einer Inkarnation alles zu geben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, die Matrix zu verändern. Und dann dieses, oh Gott, es ist wieder in der Inkarnation so, ich komme wieder an die Grenzen dieser Möglichkeit hier und dieser Frust oder die Ohnmacht, die dabei entsteht. Die geistige Welt zeigt mir, dass es auch dieser Flashback ist mit der Kindheit. Also dieses, ich habe gelernt, mich ohnmächtig einer Obrigkeit zu unterwerfen und dieses, oh, jetzt bin ich am Ende meines Lebens oder ich bin im Moment meines Lebens angekommen, an dem ich wieder erkenne, es ist, die Menschen lernen nicht, sie bleiben in der Frequenz, sie wechseln nicht die Matrix. Dieses, also es ist dieser Überbaum, diese Ohnmachts Entschuldigung, diese Ohnmachts, die Ohnmachtsfrequenz, die löse ich mal aus und wir entkoppeln dich mal von dieser Frequenz. Ich bin hier und ich kann wieder nichts kreieren. Ich bin dieses unendlich große Licht, dieser Lichtbote, der auf die Erde gekommen ist und ich kann wieder nichts verändern und das macht mich so lebensmüde. Es bringt mich in die Ohnmacht. Diese Ebene löse ich mal aus der Akasha-Chronik raus. Iwan Tanawa Hey, Tu Tanawa Hey, Tana Tana Tei, Iwan Tush, Kayatun, Kayatun, Kayatun. Und ich verbinde dich mehr wieder mit diesem unendlichen Licht, das du bist. Diese Frequenz aus den Sternen, die Ebene, mit der du ursprünglich gekommen bist, erinnere dich, wer du wirklich bist. Anyatu, Anyatu Tai, Kaikush, Kaikush Tanawai. Und da öffnet sich das Herzchakra weiter in die Ebenen des Seins. Ja, wunderbar. Dazu wäre vielleicht nochmal ergänzend das, was die großen Weisheitslehrer aller Generationen immer erzählen, im Hier und Jetzt zu sein, im Hier und Jetzt zu leben. Dieser fehlende Lebensmut hat ja seine Ursachen vielfach da drin, dass wir uns in den Träumen bewegen, in den Träumen der Vergangenheit, in den Träumen der Zukunft, also Zukunftsängste. Und Ängste kreiert aus der Vergangenheit. Und wenn wir uns in dieser Vergangenheit ständig bewegen, zieht das Kraft ab. Wir brauchen, wenn wir uns in der Gegenwart bewegen, egal wie die Situation auch ist, wenn wir ganz klar im Hier und Jetzt sind, dann sieht die Welt oft ganz anders aus. Dann sehen wir, okay, das ist ja ganz wunderbares Wetter, wir sind noch im Endsommer, es ist hier schön warm. Die Luft ist einwandfrei, die Vögel zwitschern, die Bäume singen ihr Lied, wenn ich jetzt einfach so, oder draußen, wenn ich da bin, die klare Luft, also und. Wenn ich feststelle, ich bin im Hier und Jetzt, ist das Leben oft ganz anders, als wenn ich in meinen Ängsten bin. Wie werde ich morgen mein Geld verdienen? Was habe ich damals falsch gemacht? Warum habe ich dem das gesagt, das hätte ich vielleicht nicht sagen sollte, und meine Eltern und sowieso. Das sind alles so Komplikationen. Also diese lange Rede, kurzer Sinn. Diese in den Träumen zu leben, nehme ich vollständig aus den Zuschauern jetzt raus oder so weit raus, wie das notwendig ist. Und die Fähigkeit, ins Hier und Jetzt zu kommen, ins, wie man so schön sagt, ich bin. Ich bin. Ich bin. Soll ja der stärkste Satz sein. Ich bin. Ich bin hier. Ich bin jetzt. Ich bin in diesem Moment. Ich bin jetzt. Ich bin hier. Ich bin. Ich glaube, wenn man das kann, sich in dem Moment zu finden, ist schon ganz viel Lebensmut wieder da. Was sagst du, Annelie? Finde ich schön für den tollen Input, Cornelius. Und es ist natürlich dieses... Ja, also das Problem ist ja oft, dass man nicht im Moment sein kann, wenn man sich denkt, was habe ich erschaffen? Also man ist ja im Moment das, was man in der Vergangenheit mit seinen Handeln, seinen Taten und seinem Denken erschaffen hat. Und das auszuhalten, so ist es jetzt und die Zukunft kann besser sein, aber ich lebe im Hier und Jetzt, funktioniert gut über die Dankbarkeit. Über die Dankbarkeit und vielleicht, was die Zuschauer vielleicht brauchen zum Thema Lebensmut, was die Lichtwelt jetzt nochmal sagt, ist diese unendliche Anbindung ans Licht, also die einfach permanent sehr, sehr viel Energie bringt. Und das kann man einfach gut machen. Da öffnen wir jetzt einfach mal die Frequenzen nach unten, die Chakren,
nach unten in Mutter Erde. Wir verbinden euch ganz tief mit der Energie und der Kraft von Mutter Erde, die Energie gibt über die offenen Fußchakren in deinen physischen Körper. Anyutai Tanawai, Tan Tan Tanai. Und nach oben das Öffnen zum Kosmos, Eowantunaya, Tanatai, Tanatai. Und dieses Leben im Jetzt, auch dieses, ja, einfach auch schauen, dass man sich Energie zuführt. Also dass man Dinge tut, die auch zusätzlich Energie geben. Sowas wie Waldbaden, in die Sonne blinzeln ab und zu, sich viele Vitamine und Mineralstoffe zufügen, ist im Übrigen auch in der ganzen Psychologie, dass man sagt, man muss dann einfach auch schauen, dass man genügend Nährstoffe hat, dass man nicht in so eine Depression reinrutscht. Ne? Das hat ja auch viel zu tun mit so einer Lebensträgheit, so einer Lebensmüdigkeit. Und sieht ein bisschen aus wie eine, wenn ich mir jetzt so die Person anschaue oder die geistige Welt mir zeigt, ist immer noch so diese Depressionswolke so außenrum. Magst du das weg machen, Cornelius? Da bist du ja echt der Meisterheiler da drin, in den Depressionswolken. Ja gut, dann mache ich die Depressionswolke von allen Zuschauern, die jetzt da sind, die nehmen wir mal runter. Lichtsäule, Erzengel. Alle Energien, die links um die Zuschauer rumherum sind, befehle ich ins Licht. Alle, die vor ihr, hinter ihr, unter ihnen sind, befehle ich ins Licht. Bitte nochmal, dass diese Depressionsform verschwinden darf, indem ich die Konturen des Körpers abgehe. Das Schöne ist, in meinem Weltbild sind wir sowas wie Matroschka-Puppen. Das heißt, Hülle um Hülle wird uns übergestülpt und Hülle können wir auch runternehmen. Das ist das ja, was wir bei der energetischen Heilung machen. Wir nehmen einfach eine Hülle runter, die störend ist. Das wäre jetzt in dem Falle ja ganz klar diese Depressionshülle, diese Matroschka-Puppe, die uns, die nach außen erscheint, dass wir depressiv sind oder schwermütig sind oder aus unserer Mitte sind. Also auch die Ängstlichkeit, dass wir das Leben immer mit Angst sehen, dass wir negativ die Welt sehen. Es ist alles ganz schrecklich und das nehmen wir runter und diese Matroschka-Puppe, diese Hülle, Lebensfreude, Leichtigkeit, Frieden, innere Liebe, Schönheit zu erkennen, das können wir einspielen. Also es sind alles, wir glauben aktuell, ich bin jetzt Cornelius, aber in Wirklichkeit bin ich ja nur das Extrakt aus Erziehung, Genetik, Lebenserfahrung, und so weiter, Erlebnisse meines Lebens, das hat mich jetzt geformt. Und es ist durchaus möglich, diese Form, wenn es mir nicht gefällt, das heißt, es waren jetzt Zeiten drin, die nicht so gut waren, dann kann ich das einfach ändern. Dann kann ich sagen, das ist nicht so fein, das nehme ich raus. Und ich möchte der Mutige, der Schöpferische, derjenige sein, also das spiele ich jetzt für die Zuschauer ein, da bin ich eigentlich, aber auch ich kann mich jederzeit neu erfinden und diese Chance habe ich, indem ich diese alten Hüllen abnehme, die störend sind. Und das ist in der energetischen Heilung ganz leicht. In der anderen Heilung ist das ein Thema, lange Sitzung und so weiter. Aber in der energetischen Heilung nimmt man einfach nur diese Matroschka-Hüllen runter, die da nicht reingehören. Wer das nicht so klar ist, vielleicht soll ich es mal erklären. Also es gibt diese russische Puppe, fängt ganz klein an, dann gibt es eine größere drum, noch eine größere, größere, größere. Und die gibt es in 5-, 6-, 7-facher Form. Und im Leben ist das nicht 5-, 6-, 7-fach, sondern 100-fache Hüllen, die wir haben oder 1000-fache. Und wir können dann klar wählen und sagen, diese Hülle will ich gar nicht mehr, die nehme ich raus. Und wir brauchen uns auch nicht an der Reihenfolge halten, vielleicht manchmal schon, vielleicht manchmal nicht. Wir können auch mittendrin eine Matroschka-Hülle rausnehmen, die uns nicht mehr gefällt, die uns nicht mehr zusagt. Und sagen so, oh, jetzt ab heute, wenn ich jetzt mich sehe, bin ich der dynamische Sportler oder sowas. Das könnte ich sagen, dieses Leben wähle ich jetzt. Ne? Wie weit ich da jetzt erfolgreich bin, ist eine ganz andere Frage. Aber ich kann frei wählen. Und deswegen ist Mut auch eine Lebenseinstellung und dieser fehlende Mut
berührt oft Erfahrungen aus der Vergangenheit, die mich so werden lassen habe, wie ich jetzt bin. Das heißt aber, ich bin nicht chancenlos, ich kann mich ändern. Also alle Erfahrungen der Vergangenheit, die mich haben mutlos machen lassen, nehme ich jetzt raus. Und alles, was Erfahrungen, die mich mutig gemacht haben, verstärke ich jetzt. Alle Erfahrungen, also dann machen wir das mal, was ich immer so schön mache. Bitte um Löschung des Karmas der weiblichen Linie, die mutlos gewesen ist. Vollständige Löschung für alle Zuschauer jetzt hier und sofort. Und bitte um Löschung des Karmas der männlichen Linie, also unserer Vorfahren, die uns vielleicht Mutlosigkeit mitgegeben haben. Und bitte um Löschung des Karmas aus frühen Leben, wo wir mutlose Phasen erlebt haben, die wir in dieses Leben hochgezogen haben. Ja, das Konzept der Matroschka-Puppe. Okay. Finde ich richtig gut, Cornelius. Weil das ist ja letztendlich das, was uns, dir und mir, Cornelius, die Geisterwelt immer wieder sagt, dass es darum geht, dass die Menschen lernen dürfen, dass sie wirklich Schöpfer ihres eigenen Seins sind und dass sie zu jeder Zeit korrigieren können den Kurs und immer wieder sich neu erschaffen. Das ist eine der größten Dinge, die im Moment uns, dir, Cornelius und mir, die Lichtwelt lehren und auch immer wieder sagen, wir sollen es den Leuten immer wieder übermitteln, überbringen, und das ist, finde ich, super. Also für mich ist es jetzt rund, was du jetzt zum Schluss noch gesagt hast. Energetisch fühlt sich's gut an, ich kriege auch von der Lichtwelt nicht mehr rein. Wie geht's dir, Cornelius? Ja, ich schaue noch einmal ganz kurz. Diese schönen Sprichwörter, es gibt immer ein Licht am Ende eines Tunnels, und das dürfen wir auch sehen, dieses Licht am Ende eines Tunnels. Und wenn ich mutlos bin und es fällt mir schwer, das alleine das Licht zu sehen, da kann man ja auch Unterstützung anfordern. Warum soll ich mein Leben nicht in den Griff geben und sagen, in meine eigene Hand zu sagen, okay, ich habe dieses Thema, ich wende mich Psychologen, Psychiater, Heilpraktiker, Heiler oder was auch immer, oder Freunde oder Freundinnen, sag mal, ich fühle mich jetzt mutlos. Also ich darf durchaus Unterstützung in Anspruch nehmen, und das würde ich gerne allen Zuschauern mitgeben. Es ist nie zu spät, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und sich auch voranzubewegen, auch in Form von, ja, ich will Freude haben, ich will Mut haben, ich will Spaß haben, ich will das Leben genießen. Ja, hab ganz herzlichen Dank, liebe Annelie, lieber Cornelius, dass wir das jetzt so wunderbar haben beleuchten können. Was hier vielleicht noch ein kleines bisschen hilft, das ist das, was ich auch schon in anderen Videos erzählt hatte, so wie ich das gemacht habe. Ich habe mich irgendwann mal vor vielen Jahren entschieden, ab jetzt bin ich glücklich. Und das Interessante war, dass es genau ab dem Moment so war und bis heute so ist. Weil ich habe angefangen, das Positive zu sehen. Und genau das hängt auch mit dem Lebensmut ganz eng zusammen. Wenn du nämlich, egal was kommt, immer guckst, was ist denn das Gute daran? Was ist denn das Geschenk daran? Im ersten Moment ist es zwar eine Herausforderung, die ja ist, aber hey, was ist denn das Geschenk daran? Ah, da kann ich was lernen draus. Irgendetwas ist immer gut an jeder Situation. Und manchmal hilft es auch, eine erhöhte Perspektive einzunehmen und sich die Situation mal von oben, von weiter weg anzugucken. Dann plötzlich versteht man, ah, das ist doch nur ein Spiel, was da läuft. Der muss das ja so machen, damit das so und so weitergeht oder damit ich die und die Erfahrung machen kann. Und da kann ich ihm sogar dankbar für sein. Und in dem Sinne wollen der Cornelius, die Annelie und ich dir jetzt wünschen, dass du wieder zu neuem Lebensmut findest, dass du jetzt wirklich wieder sagst, ja, tschakka, es geht los und es geht weiter. Es ist vollkommen egal, was auf dem Papier steht. Und wenn ich morgen sterbe, dann will ich den heutigen Tag noch so richtig genießen, weil nur das nimmst du mit. Ich habe mal so ein Video gemacht. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder doch? Und ich sage dir, das letzte Hemd hat riesige Taschen. Nicht für Materielles, das brauchen wir dann nicht mehr. Aber für jede einzelne Erfahrung, für jede einzelne Emotion, für jedes einzelne Gefühl, was du in diesem Leben erlebt hast, das nimmst du alles mit. Und warum die Sachen denn vollpacken mit irgendeinem Müll? Vergiss es. Pack es voll mit Glück, mit Liebe, mit Freude, mit Enthusiasmus, mit Lebensmut. Einfach mit dem schönen Leben. Achte ab jetzt auf die wundervollen, schönen Dinge in deinem Leben. Und in dem Sinne senden der
Cornelius, die Annelie und ich. Annelie aus Baden-Baden, Cornelius und ich hier oben aus dem hohen Norden, dir wieder von ganzem Herzen. Alles Liebe.